Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich packe mit euch heute mal die Dragon Ball Gift Collection aus. Da sind enthalten, ich kann euch das ja mal kurz zeigen, ein Deckcase, einmal 65 Card Sleeves und 4 Booster Packs Mystic Booster. Ich glaube, da sind immer so 12 Karten drin. Insgesamt haben wir hier einen Umfang von 50 Karten, 65 Sleeve, ja genau. Gekostet hat das Ganze 22 Euro. Und mal gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Das Ganze befindet sich jetzt hier in so einer, ja, in so einer Verpackung, und da haben wir einmal das schöne, die schöne Deckbox, finde ich halt echt schön, die sieht wirklich gut aus. Das Ganze einmal auf, und drin enthalten haben wir auch, ich glaube, eine Karte. Was ist denn das? Ist das eine Karte? Das ist wahrscheinlich einfach nur, um die irgendwie zu unterteilen, oder ja, die kommt, das kommt auf jeden Fall mit rein. Das ist dann ganz cool. Das ist so richtige Yu-Gi-Oh! Karten-Deck-Vibes. Auch jeder hat ja mal früher so eine Deckbox. Ist ganz, ganz gut verarbeitet eigentlich. Ist halt eine Deckbox, ne? So. Jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen, die hier drin sind. Da haben wir dann einmal die Sleeves. Gucken wir uns mal die Sleeves an. Das ist jetzt wahrscheinlich ein und dasselbe Motiv. Moment, mal gucken. 65 Sleeves, die sollten wahrscheinlich alle... Ah, ne, warte mal, Moment. Okay, die sind jetzt Standard, da ist jetzt nichts drauf, aber die haben hier dieses coole Design. Das sind wahrscheinlich jetzt alles dieselben. Ja. Das sind jetzt alles hier einmal. Sieht aber ganz schick aus. Das sind schon cool. Okay, cool. Einmal die Sleeves, und dann haben wir hier einmal noch 8 Karten, englische Version, Mystic Booster. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Ich habe die noch nie aufgemacht. Gab es ja auch schon verschiedene Ausformungen. Aber das sind jetzt speziell, das sind jetzt wirklich Trading Cards. Das sind jetzt wirklich richtige Karten, so wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Immer 8 Stück in einer. Und ich würde mal sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf. So, machen wir mal das erste Booster auf. Spiegelt ein bisschen. Oder glänzt ein bisschen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Boah, die sehen ja gut aus. Guckt euch das mal an hier. Da haben wir einmal Rosé Goku mit 5000 Power. Die sind an sich gut verarbeitet, wie hier diese Pokémon-Karten. Dragon Ball Super, Super Card Game. Goku. Einmal Android 18. Oh, guck mal. Miracle Strike Gogeta. 15.000 Power. Also, wenn man das jetzt spielt, keine Ahnung. Oder man wählt Son Goku und Vegeta aus. Vielleicht muss man erstmal fusionieren, um dann Super Gogeta zu bekommen. Dann haben wir hier einmal Counter Attack. Ist das so eine Art, ja, Zauberkarte vielleicht? Ein Dragon Ball. Dann haben wir hier einmal Unbreakable Super Saiyan Son Goku als Kind. Lounge. Oh, die glitzert aber schön. So, das ist echt eine schöne Karte. Und, wow, oha! Alter, seht ihr, das ist schon richtig geil verarbeitet. Kevlar. 30.000 Angriff. Junge, die sieht voll geil aus, die Karte. Hammergeiles Pack auf jeden Fall. Richtig gut, bis jetzt. So, machen wir einmal den guten Herrn nochmal auf. Pack Nummer 3, Leute. So, was haben wir denn diesmal da für schöne Karten? An sich kann ich jetzt echt nicht... Also, es sind schöne Karten. Noch mal geile dabei. Nochmal
Kevlar. Dann haben wir hier einmal Cola. Piccolo haben wir hier einmal. Dann haben wir hier einmal Saiyajin als Affe, Vegeta, Gogeta, oh, Vegetto nochmal, oder Vegetu, richtig schön schimmernd grün. Ich sehe schon wieder geile Karten. Vegeta mit so einem richtig schönen, oh, gut, Schimmereffekt hat er nicht, aber die Karte sieht ganz geil aus. Oha, oha Leute, oha. Freezer, okay. Boah, die sieht aber auch schon heftig aus. Geile Karte. Und das war's sogar schon. Okay, auch geiler Pick. Vor allen Dingen hier Vegeta und Freezer. Ganz cool, die Karten auf jeden Fall. So, dann machen wir mal das letzte Pack auf. Moment. So. Vielleicht hole ich die mir mal öfter, mal gucken. Final Spirit Cannon. Einmal Surprise Attack. Shenron. Mafuba. Attacke. Oh, Broly. Legends Dawning. Power Burst hier mit Muten Roshi. Einmal den Super Saiyajin 3, Son Goku. Einmal Super Saiyajin 4, Bardock. Okay, ist ja auch geil. Und dann haben wir hier noch einmal Bardock. Und da klingelt es. Auch hier als richtig geile Karte. Den Bardock, Super Saiyajin 4. Hammergeil. Gut, das waren jetzt alle Karten. Ja, mit Deckbox, finde ich, lohnt sich, richtig cool, kann ich nur sehr empfehlen. Geile Karten auf jeden Fall. Bis jetzt die besten Dragon Ball Karten meiner Meinung nach.